Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, vielen lieben Dank für die unzähligen Nachrichten, dass Leon ein neues Video mit Gucci Potter hat. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich dieses Video hier ausspielen konnte. Wisst ihr, wegen der Modemarke, danke nochmal für alle, die das supportet haben. Der offizielle Job folgt natürlich noch, wenn alle Produkte in Österreich sind. Ja, diese Reaction entstammt aus meinem Stream. Ich bin täglich von 15 Uhr bis meistens 21 Uhr auf Twitch unterwegs. Schaut auf jeden Fall vorbei, wir reagieren auf unterschiedlichste Videos. Freut mich, wenn ihr dabei seid. Erster Link ist in der Infobox. Und jetzt viel Spaß mit der Reaction. Wir schauen rein beim Leon. Leon, let's go. Weil Gucci Potter ist wieder am Start, Freunde. Gucci Potter ist wieder da und da schauen wir auf jeden Fall rein. Yo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon, willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert? Und ja, wenn du auch einmal bei einem wie viel ist dein Outfit mitmachen willst, klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du dich exklusiv für ein wie viel ist dein Outfit wert auf meinem Kanal bewerben. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Bis gleich. Wie heißt du? Ehab. Ehab. Mhm. Okay, Gucci-Tasche in diesem Samtlook. Entweder die ist schon mega abgenutzt oder das gehört so, weil man so drüber gestrichen hat. Schaut, alles in allem, ich finde das Outfit, was er anhat, sehr, sehr nice. Auch mit den langen Haaren wieder mal und dem Bart wieder mal. Ein sehr, sehr schönes Outfit und im Großen und Ganzen gut abgestimmt. Alles natürlich schwarz, da fällt das Samt natürlich sofort auf. Was geht ab heute in Hamburg? Macht gar nichts. Warte mal. So, gar nichts. Ich muss jetzt gleich wieder zurück nach Bremen. Ah, okay, was hast du gemacht hier? Ich war geschäftlich hier, deswegen. Ach so. Yeah. Okay, aber ich muss sagen, du hast ein cooles Outfit. Da könnte man nicht sagen, dass lange Haare nicht nice sind. Ganz ehrlich, finde ich schon sehr cool. Vor allem mit einem Man-Bun schaut super aus. Für dann, ne? Dankeschön. Bisschen was anderes. Ich dachte erstmal, nimm mir das nicht böse, ne? Das ist nicht böse gemeint. Und er hat wieder genau dasselbe an, der Leon. Ich verstehe es nicht. Fashion-YouTuber, aber er hat drei Sachen von Zara an. Ja, Leon ist ja kein richtiger Fashion-YouTuber. Er macht ja keine Fashion-Beiträge, sondern er macht, wie viel ist dein Outfit wert-Videos. Also an den ist jetzt nicht die große Anforderung gestellt, dass der modetechnisch irgendwelche tollen Dinge erbringen muss. Als du ihm vorbeigegangen bist, dachte ich Johnny Depp. Johnny Depp? Okay. Aber wegen den langen Haaren. Vielleicht bin ich Johnny Adder Depp, mal gucken. Okay, was haben wir? Ja, das ist halt 0815. Also man wird mit langen Haaren und Bart sofort entweder mit Johnny Depp oder Jesus verglichen. Das ist eigentlich so der Standard. Für Schuhe, erzähl mal. Asos. Asos Schuhe. Asos Schuhe. Okay, gefallen mir gar nicht. 100 Euro. 100 Euro, ganz entspannt. Ganz entspannt, ganz chillig. Ja. Yeah. Hose? Hose, Zara. Zara Hose. Zara Hose, beste. Zara macht super Hose. 40 Euro. 40 Euro, auch easy going. Easy dann going. Dein Mantel. Mein Mantel, Zara. 100 auch Euro. Auch Zara. Okay, nice. Hält er gut warm? Ja, also ich habe noch einen Strickpullover hier drunter an und noch ein anderes Oberteil. Dann geht's voll. Heute ist ja angenehm. Ja. Von daher. Und dieser, ja. Dieser Strickpullover auch von Zara? Zara. Den habe ich vom Boss. Wenn ich das so sehe, die Haare, will ich es mir auch wieder so lang wachsen lassen. Der da drunter ist, 80 Euro, 70 Euro, 80 Euro. 80 Euro vom Boss? Ja, okay. Ich glaube schon. Und von Zara, das lange Teil? Und das hier? Ja. Ist auch von Zara, ja. Zara, 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 Asos. Was kostet der Schnack? Aber seht es her, ist halt nervig mit so langen Haaren oft. Also was kostet Trenchcoat, was kostet dieses Teil von Zara? Ach so, das hier kostet 50. Ja. Trinkspiel bei jedem Easygoing, ein Shot, ah, da wäre ich bumm zu am Ende des Videos. 100, das war's. Und die Hose, ich glaube, die war 40, ja. 40. Okay, dann kommen wir zum Highlight. Was haben wir für... Willkommen in der Army, Chef Samus XR. Eine Tasche. Gucci. Gucci, Bauchtasche. Jetzt sehen wir es. Ja, das ist dieser Samtlook. Bauchtasche. 600, 590 oder 600, irgendwie so war das. 590, auch so einem Samtstoff, ne? Richtig. Ist das die neue Kollektion oder schon ein bisschen älter? Die ist von der letzten Kollektion. Ich würde mir wünschen, meine Freundin hätte solche Haare. gewesen, ja, ja. Aber die ist noch aktuell da. Okay. Also eigentlich noch eine neue Kollektion. Okay, nice. Was haben wir noch? Deine Brille? Tom Ford. Tom Ford Brille, ja. 500, 600. 500, 600 Euro. Ja. Yeah. Genau. Okay, nice. Wo kriegt man die her? Bei einem Optiker. Also nicht jeder so. Optiker hat die. Ich habe die jetzt von Stil Plus in Bremen gekauft. Ja. Aber du trägst sie ohne Stärke, oder? Nee, das ist jetzt eine Sonnenbrille. Sonnenbrille, okay. Genau, okay. Genau. Ich trage aber auch ohne Stärke. Ja. Also ich habe nicht so eine hohe Stärke, von daher. Normal. Nur im rechten Auge. Genau. Okay, was haben wir noch? Eine Uhr oder so? Accessoires.
Accessoires, ja. Handmade, das Armband hat, ja, beide zusammen haben, glaube ich, 300 gekostet. Ja. Ja, haben 300 gekostet. Uhr, Armani. Armani-Uhr. 300 Euro, ist nicht viel. Ringe, okay. Ja. Ringe habe ich aus. Die Handschuhe finde ich eigentlich auch ganz cool zu dem Outfit dazu. Sehr cleanes Outfit auf jeden Fall. Ja. Genau. Sind ja, echt Silberringe. Einer hat, glaube ich, 250 gekostet gehabt. Nicht viel. Ja. Also es geht eigentlich. Also ganz entspannt, am Modus-Muck, ne? Also ich sag mal so, ich muss nicht viel ausgeben für Klamotten, damit man hochwertig aussieht. Du musst jetzt kein Gucci-Starter-Paket haben, ne? Ja, normal. So. Okay, und nochmal eine Frage. Jetzt, ich sehe gerade hier bei deiner Brille, du hast deine Augenbrauen so ein bisschen... Geliftet. Geliftet? Browlift nennt sich das. Sieht man das ja, ne? Aha, okay. Gibt's jetzt scheinbar auch für Männer. Browlift, halten die jetzt die ganze Zeit so oder kannst du die auch zur Seite wieder kämmen? Kann ich auch zur Seite kämmen, aber ich hab die jetzt so... Ein bisschen dicker, so, genau, pushiger gemacht. Richtig. Okay. Ist auch gerade in Mode, das sieht man ja überall, ne? Ja, aber ich hatte schon, bevor die Mode überhaupt kommt, hatte ich das schon. Ja, natürlich, er hatte das schon vor der Mode. Ganz klar, das müssen wir natürlich hier nochmal festhalten. Also du bist der Trendsetter. Ja. So ein bisschen, ne? Kann man schon so sagen. Kann man schon so sagen. Okay, okay, perfekt. Ja, aber Leute, Gesamtoutfitpreis bin ich jetzt hier am Ein. Cooles Outfit. Wie heißt du? Oh! Er ist wieder weg, er ist wieder weg. Wingardium Leviosa, hier habt ihr ihn, unseren wunderbaren Gucci Potter. Leon. Leon, dich hatten wir auch schon öfter im Video, ne? Richtig, ja. Heute wieder. Ja. Wie kommt's? Ja, hab Bock, ne? Hast du Bock? Was hat er da heute an? Eine Trainingsjacke von Palm Angels, gefällt mir persönlich nicht. Einen Koffer von Rimowa, eine Lederjacke von keine Ahnung. Ein Shirt darunter, ui, das schaut ja furchtbar aus, mit einem langen Shirt da nach unten und dann dieser Trainingsjacke drüber, einer Cargo Pants. Ja. Willst du wieder ein bisschen flexen? Ich hab oder? Nein, ich vermisse dich. Also vermiss mich. Ja. Ich mach mal schon mal einen Schritt und zurück. Die, ne? Und die Reaction von Maximilian. Ich verstehe halt nicht, was so schwierig ist an meinem Namen. In jedem Intro sage ich einmal meinen Namen. Aber okay. Von Maximilian, der reagiert ja immer da. Ja, ja. Hat Leon den Namen jetzt wenigstens richtig gesagt? Und die Reaction von Maximilian. Ach, von Maximilian, der reagiert. Nein. Der geht ja immer da. Ja, ja. Oh, ja, ich krieg das teilweise auch mal mit, ne? Ja. Ich hoffe, der sagt nur gute Sachen über mich. Hoffen wir mal, ne? Du guckst sie doch, oder nicht? Nee. Nur die Reactions. Ja, meine ich ja. Ja, die sind lustig. Hat er was Böses über mich gesagt? Boah, darauf achte ich nicht. Eher die Witze über mich. Nein, Leon, absolute Ehrmann. Ich freue mich, dass der Videos macht, auf die ich reagieren kann. Props gehen natürlich raus. So, okay, okay. Okay, easy going, okay. Okay. Easy going, Freunde. Leon, du hast ja wieder ein neues Outfit an, ne? Ja. Schuhe ein bisschen älter, das sehe ich schon. Ja. Was sind das denn für Schuhe? Erzähl mal. Das sind Neil Barrett Schuhe aus dem... Neil Barrett Schuhe, man kennt es natürlich, Neil Barrett. Letzten Jahr. Ja. Die sind jetzt so, ja, 11 Monate alt. Die fühlen sich trotzdem noch extrem gut an. Ja. Habe ich hier um die 500 Euro gekauft, ja. 500 Euro. Richtig. Weiß jemand, wie alt Leon ist? Der wirkt schon sehr erwachsen, sehr gesettelt. Der geht ganz cool mit Situationen um. Auf jeden Fall ein Ehrenmann. Okay, wo kriegt man die her? Apropos. Wieder bei Stefano. Bei Stefano, ne? Okay, was haben wir noch? Hose. Die Hose ist von Arma. Ist eine Jogginghose, Lederhose. Eine Jogginghose mit einem J. Cargo-Style. Ziemlich nice. Jogging-Lederhose. Richtig, im Cargo-Style. Und die hat 800 Euro gekostet. 800 Euro? Ja. Ganz schön teuer. War sie neu, oder? Ja. Wo hast du die her? Apropos. Auch von Apropos. Hat der Stefan nur die... Na, die hat er sich geholt in der Kammer des Schreckens. Da ist die noch gehängt, die hat er sich gleich einmal abgestaubt, hat er versteckt unter seinem Unsichtbarkeitsmantel und hat es einfach mitgenommen. Eine Hose angedreht hier, ne? Nee, verkauft. Verkauft hat er sie? Ja. Okay. Hast du da... Ha, verkauft, das würde mich interessieren, wie viel Goldstücke er dafür bekommen hat. Für einen Gürtel, nee, ne? Nein. So ein Band oder? Richtig. Sogar auch mit... Achso, hier, okay. Richtig schön mit Metallakzenten, ja. Gefällt mir sehr. Besser als die von Gucci. Lohnt sich auf jeden Fall dann die 800 Euro, ne? Ja, definitiv besser als bei der Gucci-Jogginghose. Ja, okay. Ja. Easy going. Was haben wir noch? T-Shirt? Easy going, Fanny. Easy going. T-Shirt?
Ja, das ist halt, das geht halt nicht, dass du so eine kurze Trainingsjacke mit so einem langen T-Shirt anziehst. Das stülpt sich dann unten so raus und schaut dann aus wie so ein Kleid, das kann halt nichts. Das war ein Balenciaga. Ja, nices Tier auf jeden Fall hatte ich auch mal, habe ich aber dann wieder verkauft, als man zu klein war, nachdem ich fetter Hund 10, 15 Kilo zugenommen habe. Balenciaga-T-Shirt, ja. Ja, Balenciaga auf jeden Fall. Balenciaga, so heißt die Marke jetzt. Die haben nämlich eine Namensveränderung hinter sich, nachdem sich Gucci Potter über seine Gringotts Bank diese Marke geholt hat, hat er sich kurzfristig dafür entschieden, die Marke in Balenciaga umzubenennen, weil sie ihn irgendwie an Balustraden erinnert, die von Hogwarts weggingen, vom Schloss. Fall muss ja auch mal sein. Das hat, glaube ich, um die 400 Euro gekostet. 400 Euro? Ja. Woher? Apropos. Mein Lieber. Ja. Kannst du mal der Stefan nur sagen, so oft wie ich das hier erwähne in meinem Video, kann er mir ja mal ein bisschen was zuschicken. Habe ich letztens sogar gesagt, ich mache voll Werbung. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich mach's gut. Ja, was krieg ich dafür? Ja, ey. Ich glaube, ab jetzt immer apropos schneide ich immer raus. Oha. Ja, ja. Nee, oder? Und Stefano auch. Okay, was haben wir noch? Dann habe ich noch den Dragsuit, oder wie das heißt, von Palm Angel. Den Dragsuit, so würde ich den ganzen bezeichnen. Ziemlich nice. Nur das Oberteil. Und ja, das hat, glaube ich, um die 350, 340 gekostet. Auch neu, oder? Nee, geht. Also, auch schon länger. Ja. Okay, nice. Was haben wir noch? Deine Jacke? Die Jacke? Boah, das ist meine... Ist halt, warum sage ich Dragsuit, weil es witzig ist, aber im Großen und Ganzen einfach deswegen, weil es halt nichts Besonderes ist und einfach zu kurz und mit diesem Shirt in der Kombo ist halt Katastrophe. Lederjacke von Neil Barrett. Ja. Neil Barrett, wir kennen's. Für 1500 Euro. 1500 Euro, ja. Hält du gut warm? Ja. Und worauf hast du jetzt geachtet? Neil Barrett zusammen mit den Schuhen kombiniert oder Leder und Lederhose? Leder und Leder und die Schuhe, die sind halt einfach echt bequem. Ja. Da habe ich gedacht, ja, ich habe die eh kaum an und das ist halt schade, die halt dann nicht zu tragen und ja. Okay, nice. Was haben wir noch? Uhr oder so? Die Uhr, richtig, hier. Jetzt haben wir eine Kamera, eine Omega, die ist schon bekannt. Was hast du dafür nochmal? Schaut auch ähnlich aus wie das Jubiläarmband von Rolex, gell? 4700. 4700, ja. Warum gibt man so viel Geld für eine Omega aus? Verstehe. Okay. Wie haben wir heute schon bei den Einsteigeruhren gehört von Marc Gebauer? Um 5000 Euro bekommst du schon eine nice Rolex. Was haben wir? Du bist hier mit dem Koffer heute angekommen. Richtig, Koffer. Fotoshooting heute und ja. Du hast ein Fotoshooting. Ja, richtig. Ein Fotoshooting? Ja. Ha, interessant. Okay, und da hast du jetzt deine Klamotten und so drin? Oder? Nee, Kamerazeug, Stative, Licht und so. Okay, und wo machst du gleich ein Fotoshooting? Im Hotel. Im Hotel, okay. Ja. Ist aber, glaube ich, kein Remover-Koffer. Musst du da extra ein Zimmer mieten, oder? Ja, also ich bezahle es dafür, dass ich 2 Stunden benutzen kann. Achso, ja. Was zahlt man dann dafür? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Warum nicht? Weiß ich nicht. Kannst du sagen, was du bezahlst? 200 Euro. 200 Euro? Ja. Für 2 Stunden? Ja. Ist aber... Also es ist jetzt nicht das schlechteste Zimmer, das ist schon eins der besseren. Ja, ja, aber du machst ja nicht viel schmutzig, oder? Nö. Wer weiß. Ich glaube, die machen noch schwarz. Meinst du nicht? Nee. Alles auf. Shooting für den Hogwarts, ja. Ja, der macht die Klassenfotos für Hogwarts. Offiziell, ne? Ja. Okay. Da mache ich auf jeden Fall einen guten Schnapper an dir. Würde ich sagen, oder? 200 Euro ist schon. 200 Euro ist gut dafür. Euro. Ist gut? Ja, finde ich schon. Okay. Ich will jetzt nicht fragen, welches Hotel nicht, dass es da Ärger gibt, ne? Ja. Was haben wir noch? 200 Euro für 2 Stunden, diese Preise kennt man. Ich glaube, er ist nicht allein in dem Zimmer. Achso, ganz kurz, für den Koffer, was hast du dafür bezahlt? Boah, für den Koffer? Ey, okay, für den Koffer knapp 1000, glaube ich, und die Sticker 80 oder 70. Ah doch, ist doch von Remover. Euro. Die Sticker, als müsste man das jetzt noch dazu sagen, wie viele Sticker gekostet haben. Hast du die Sticker alle nachträglich einzeln gekauft oder im Nee, das Pack? Ist so ein... Ah, den Koffer Leon Mascher gestohlen, ehrenhaft natürlich. Buch. Ist so ein Buch? Ja. Haben alle raufgeklatscht dann? Ja. Okay. Soll ja auch besonders aussehen, weißt du? Ja, ja, ja. Ist das eine Haube oder eine Frisur? Seid's nicht so gemein. Das ist der sprechende Hut, Freunde, das sieht man doch. Seht auch weiß, oder das... Wenn du deinen Koffer aufs Band packst, dass du weißt, ah, der mit den Stickern, richtig. Das ist meiner. Richtig, ja, genau so. Okay, logisch. Okay, was haben wir noch, Leon? Boah, ich glaube, das wär's sogar. Ja, meine Brille noch, Yves Saint Laurent. Knapp 300 Euro. Ja. Okay, und was trägst du heute? Achso, richtig, mein Zauber. Ah, jetzt geht's los, sein Zauberspruch. Zauberspruch, richtig. Heute habe ich von Tom Ford Umbrella Leather.
Umbrella. Es war aber ein kurzer Zaubersprung, muss ich sagen. Heute bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Okay, und ja. Welche Kombi? Weil du drehst ab und zu mal zwei dürfen. Keine. Ja, heute keine Schade. Also heute hat er keinen tollen Zauberspruch für uns. Kein. Obwohl es von Tom Ford ist, ja. Ah, okay. Ja. Okay. Und Haare, die machst du ja auch immer, ne? Richtig. Letztes Mal hast du ja gesagt, bist ein bisschen später gekommen, weil du deine Haare gemacht hast. Was hast du denn sonst für Haare? Glatte sonst, Haare? Ja, relativ so. Du machst ja mal eine. Nein, der macht sich die Haare extra so. Oh mein Gott, sein Ernst? Ich habe mir gedacht, der hat einfach von Haus aus solche krausen Haare und er trägt es halt mit Stolz, weil er sich denkt, solche Haare kann nicht jeder haben, ich bin was ganz Besonderes. Aber der verschandelt sich ja mit Absicht. Ich meine, no front, aber ja, meine Frisur ist natürlich auch sehr umstritten, von dem her weiß ich, wovon ich spreche, wenn Geschmäcker verschieden sind. Widerspenstig, ja, ja, okay. Richtig. Mach doch mal hier Seiten kurz und dann die langen Haare nach hinten gehen, wie Zacker. Meinst du nicht, dir wird nein, das nicht stehen? Nein. Nicht so, ne? Nee. Okay, gut. Ja, Leute, Gesamtaufpreis blende ich jetzt hier einmal ein. Leon, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Boah, ja, auf jeden Fall. Erstmal folgt mir alle auf Instagram, ganz wichtig. Und das wird. Ja, diesmal gönnen wir ihm, oder? Diesmal gönnen wir ihm. Ja. Yes. Wie heißt du? Okay, das war's schon. Er hat ja nicht mal gesagt, wie er heißt. Erstmal folgt mir alle auf Instagram, ganz wichtig. Und das wär's. Ja, Freunde, schaut vorbei bei ihm auf Instagram. Leon Moldenhauer oder irgendwie so. Das hat man wer zugeschickt. Leon Moldenhauer. Lassen wir natürlich Support da. Allein dafür, dass er uns immer wieder guten Content bietet. Das ist natürlich alles mit Humor zu nehmen. Ich finde persönlich den Gucci Potter nice, so wie er das Ganze mit Humor nimmt. Das bedarf, ja, da muss man Größe haben. Ja? Das möchte ich nur dazu sagen, auch wenn wir hier komödiantisch immer wieder unterwegs sind. Aber mobben tun wir hier niemanden. Wie heißt du? Malek. Malek, was geht? Nichts bei dir. Außer natürlich der Dexter, der schreibt direkt rein, Leon Voldemort. Okay, danke dafür. Bis heute in Hamburg unterwegs, trotz... Leon Moldenhauer, okay, danke, Chat. Corona. Ja, Freunde, ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht den Style von einem 11- oder 12-Jährigen beurteilen. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Wir gehen ans Ende. Mein Insta malek.azn. Okay, gibt's keine Outros mehr bei Leon oder was? Ihm ist nur wichtig, dass er auf diese 11 Minuten kommt. Nein, Spaß natürlich. Er ist ein Ehrenmann. Top Entscheidung, sagt der Stream. Okay. Ja, das war's von diesem Video. Darauf haben ja so viele von euch gewartet. Meine sehr verehrten Damen und Herren.